Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Stream hier auf dem Kanal. Es geht wieder weiter mit unserem grandiosen Superhack Zelda Gold Quest. Und ich denke, heute wird der ein Ende finden. Leute, erstmal, ist euch auch so verdammt warm? Ist bei euch auch diese unmenschliche Hitze? Ich habe hier 29 Grad in der Bude. Ich habe hier Kopfhörer noch auf dem Kopf. Ich bin am Jauchzen und Schwitzen. Das ist unglaublich. Mega, ey. Ah, ja, erstmal hallo alle Leute zusammen und willkommen zum heutigen Stream. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Wochenende. Und schön, dass ihr alle so zahlreich wieder erschienen seid. Es freut mich sehr. Ja, es geht wieder weiter in unserem tollen Stream. Und ich hoffe erstmal so soundqualitätmäßig und passt alles. Man kann alles sehen, man kann alles hören. Ich hoffe, das ist wie eh und je ganz gut. Und freue mich, dass ihr alle da seid. Bei uns ist es auch recht warm, aber wir hatten ein Gewitter, da hat es leicht runtergekühlt, das ist gut. Bei mir 21 Grad. Boah, das sind Traumtemperaturen. Also ich habe hier wirklich 29 Grad auf dem Thermometer gerade stehen. Also Innentemperatur, ich bin hier voll am Abkotzen. Naja, gut. Leute, heute geht es ab ins Finale. Ich würde sagen, wir drehen erstmal eine Runde, ne? So sind die Regeln nun mal. Und haben erstmal kein Schild am Start. Das ist brachial, das ist okay. Gut, pass auf. Uns fehlen aktuell noch 6 Skuldis, glaube ich, genau. Wir haben 194 Skuldis. 6 Skuldis fehlen noch in diesem Hack. Denn wir haben ja hier eine unglaubliche Anzahl von 200 Skuldis. Damit das heute mal ein bisschen vorangeht, habe ich mir die letzten 6 Skultulas rausgesucht. Auch der liebe TJ, der heute auch mit dabei ist, habe ich gerade gesehen, hat schon sehr aufgeregt geschrieben, dass wir unbedingt am Erbsenloch mal vorbeischauen sollen im Friedhof von Kakariko. Dementsprechend machen wir das auf jeden Fall auch. Aber es gibt auch noch viele andere Skultis, die wir übersehen haben, die auch sehr schwer zu finden sind übrigens. Und ja, die werden wir jetzt Stück für Stück einfach mal langsam abräumen. Und liebe Leute, ich gehe mal davon aus, das Stream wird heute nicht so lange gehen. Denn diese 6 Skultis, die ich jetzt schon quasi rausgesucht habe, wo die sind, ja, vielleicht eine halbe Stunde, ne? Und ich denke mal, Garn und Klatschen wird jetzt auch nicht ewig dauern. Schätze ich auch mal eine halbe Stunde. So, wer da noch Bock hat, ne, kann im Discord joinen. Wir zocken dann noch eine Runde Scribble.io. Das kann jeder zocken. Das müsste auf dem Handy gehen, das müsste auf dem PC gehen. Ist einfach so ein bisschen zeichnen und raten und sowas. Und hier unter dem Stein müsste theoretisch auch eine Skulltie versteckt sein. By the way. Richtig schön mies, ne? Habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht. Jo, da ist die 195 nämlich. Hoffentlich ist Garnon hier gebufft. Ja, ich hoffe auch, dass es nicht so ganz langweilig wird, weil, mal gucken, ja. Ja, die Skulltis sind alle sehr, übel versteckt. Gott, ey. Oh. So, für euch zur Info, ich habe übrigens, The Minish Cap beendet. Ich habe vorgestern die letzte Folge aufgenommen. Und habe jetzt Links Crossbow Training angefangen. Das habe ich heute durchgespielt. Also das war eine Aufnahme. Das ging relativ flott. Sind 4 Folgen geworden. Und jetzt steht als nächstes ein neues krasses Projekt im Raum. Dem ich jetzt noch nicht so viel erzählen möchte. Aber das wird krass. Ich habe da auch einen Trailer vorbereitet. Das wird richtig schön. Da freue ich mich drauf. So, warte mal kurz. Wo müssen wir denn noch hin? Also wir haben jetzt... Ah ja, in Goronia. Goronia, genau. Wir müssen nochmal nach Goronia. So. Ja, ich habe mir ja extra einen Wii-Zapper geholt, ne? Weil meiner irgendwie verschollen war. Und einen Nunchuck. Weil ich nur so einen Wireless-Nunchuck hatte, den man aber in den Wii-Zapper nicht reinmachen konnte. Und dann nehme ich da 4 Folgen auf und dann war es vorbei, ne? Das war irgendwie ein bisschen traurig, aber naja. Wie willst du 3 Wochen überbrücken, wenn du im Urlaub bist? Wie meinst du das? Das kriege ich easy hin.
Ich habe schon gut vorproduziert und ich habe einen Plan aufgestellt, also eine richtig schöne Excel-Tabelle, wo drin steht, wie viel ich aufnehmen muss. Und da wird ordentlich vorproduziert, damit ihr trotzdem jeden Tag ein Video habt. Das alles ist schon in Planung. Das kriegt man hin. Also außerdem, ich bin ja nur 15 Tage weg und dann habe ich noch eine Woche so Urlaub. Ungefähr. Also das geht schon. So, hier. Ne, hier waren wir nämlich auch noch gar nicht. Das haben wir irgendwie noch gar nicht. Finde es nur etwas unglücklich, dass man hier immer einen Rückstand hat, weil die letzten Uploads vom vorigen Stream immer erst nach den nächsten kommen. Eieiei, da draußen poliert gerade wieder jemand mit seinen Bremsen. Ja, das ist leider so, TJ. Da muss man halt beim Stream mit dabei sein. Ich mache das halt trotzdem so, dass hier jeden Tag eine Folge hochgeladen wird. Ich hoffe, das reicht so. Jo, perfekt. Ja, da hinten waren wir nämlich auch noch nie. Aber heute ist sowieso die letzte Folge. Dementsprechend, also der letzte Stream. So, 196. Wie komme ich denn wieder zurück? Einfach durchlatschen, ne? Jo. Fehlen nur 4 Skulltees. Ja, geil. Ba, 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 ba. Baba, so, mal gucken. Wir haben das. Wir haben das. Dann haben wir Gerudo Valley, Gerudo Festung. Ah ja, genau. Eine weitere Skulltee gibt es hier auch noch. Die habe ich irgendwie auch noch nicht geholt, warum auch immer. Baba. Dü, 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 dü. Bam, ba, 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 bam. Genau, die ist nämlich hier in dem Raum. Da brauchen wir jetzt schön den Hammer. Die müsste hier irgendwo versteckt sein. Einfach mal richtig durchbolzen. Habt ihr die heutige Folge, habt ihr die heutige Folge von Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer gesehen? Wie krass das einfach ist, dass ich als Saiya oder als junger Link, sag ich mal, das benutzen kann. Ne, den Hammer. Das ist so cool und imber. Einfach immer dabei sein, war klar, dass die Antwort kommen würde. Na, Quatsch, ist mir klar, dass das manchmal nicht anders geht. Aber ihr müsst das halt auch so sehen, ich muss ja für die ganzen, oder ich mache ja für die ganzen Videos Thumbnails und lade die hoch und so weiter und das geht halt auch nicht alles auf einmal. Sei ja stärker als sie aussieht, vielleicht macht sie hobbymäßig Muskeltraining. Ja, das ist so cool, ne? Also, ich finde auch gerade im Saiya-Skin richtig geil. Ich hätte mich gefreut, wenn ich den auch in Majora's Mask gehabt hätte, aber leider ging das nicht so richtig. So, Leute, uns fehlen nur noch 3 Skulltees. 3 Skulltulas. Ich bin übrigens sehr gespannt, was wir bekommen für die 200 Skulltees. Ich glaube aber irgendwie nicht daran, dass es irgendwie irgendwas Besonderes geben wird. Wahrscheinlich gibt es wirklich nur wieder Geld. Aber ich bin trotzdem gespannt. Vielleicht überrascht mich da das Spiel doch etwas. Übrigens, YouTube hat mich das jetzt sehr überrascht. Denn eines Abends, es war auch alles sehr, sehr zufällig, also es war auch sehr großes Glück für mich. Eines Abends, als ich gerade auf dem Sofa war und Let's Play geschaut habe, also es war wirklich schon so 23 Uhr mitten in der Woche und es war halt, ich hatte Spätschichtwoche, aber es war schon ein bisschen nach 23 Uhr, so knapp 0 Uhr, glaube ich sogar. Und da kam gerade eine E-Mail rein und das war irgendwas mit High Five vor YouTube, irgendwie wollten sie den ganzen Creatoren danken und da gab es halt eine E-Mail und da konnte man sich quasi kostenlos, wenn du Creator bist, oder diese E-Mail ging halt raus an die ganzen Creator, konntest du dir auf gut Glück quasi, wer zuerst kommt, mal zuerst, eine YouTube-Lampe bestellen. Kostenlos einfach. Du hast einfach auf den Knopf gedrückt und davon gibt es 1000 Exemplare. Die sieht auch relativ hochwertig aus. Ob sie jetzt in echt so aussieht, weiß ich nicht. Ja, du bekommst halt einfach eine. Aber es sind halt auf 1000 limitiert. Ja. Also so eine YouTube-Lampe quasi, einfach eine Stehlampe, wo so ein YouTube-Button drauf ist und die leuchtet halt. Genau.
Und ist halt auf 1000 limitiert und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ich hatte halt das unglaubliche Glück, dass ich halt um 0 Uhr gerade auf mein Handy geguckt habe, da drauf gedrückt habe und dachte, oh geil, und war halt wahrscheinlich einer so mit der ersten. Und das war halt sehr, sehr großer Zufall. Und heute habe ich jetzt noch die E-Mail bekommen von Royal Mail oder Royal irgendwas, also englische Post, keine Ahnung, dass mein Paket verschickt wurde. Ich bin echt gespannt, was da ankommt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich echt über so eine YouTube-Lampe. Also so augenscheinlich sah die erst echt sehr hochwertig aus. Ich mache euch auf jeden Fall mal ein Foto, falls sie ankommt. Das ist echt cool. Ja genau, mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Ich zeige euch die im Discord. 100 Pro. Genau, dann bin ich der Lampenjunge. Ja, auf jeden Fall saugeil. Auch, dass YouTube sowas macht. Außerdem gab es halt noch andere Sachen. Da gab es halt so einen Chibo-Gutschein. 5 Euro Chibo-Gutschein kannst du einlösen. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht so krass. Aber ja, muss man halt nicht machen. Und dann konntest du an irgendeiner Community-Veranstaltung teilnehmen. Da werden 50 Leute eingeladen. Habe ich halt auch mal teilgenommen. Das wird aber ausgelost. Das erfahre ich dann später, ob ich da genommen werde. Da kann man sich halt besser kennenlernen und so. Ja. Ich meine, YouTube muss das ja nicht machen, ne? Deswegen, ich finde das cool. Ich finde das cool, dass es da die Möglichkeit gibt oder dass das überhaupt gemacht wird. Man muss das ja nicht machen. Deswegen freut mich sehr, dass das so ist. Finde ich sehr schön. Aber man muss es ja auch so sehen, YouTube verdient ja mit mir auch ein bisschen Geld und ja, ich verdiene zwar auch Geld, aber YouTube halt auch. Mal gucken. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, Leute, ich würde sagen, wir holen mal Epona an den Start. Und, genau, es gibt jetzt eigentlich nur noch in Gurudu Valley. Genau, in Gurudu Valley. Huch, was ist da passiert? Alter, Epona hat einfach den Geist getötet. Chris hat dann alle Lampen am Brennen. Ja, bei mir brennt sowieso immer Licht. Also ich bin kein Freund von, ich sitze im Dunkeln und gucke auf den Bildschirm, das tut echt auf den Augen weh. Und was ich noch mehr hasse, weil das ist aber auch ein bisschen blöd gemacht bei mir, weil ich habe meinen Bildschirm, also hinter meinem Bildschirm ist quasi mein Fenster. Wenn ich da das Rollo oben habe, kommt halt direkt einfach die Sonne rein. Das ist halt mega ungünstig, sag ich mal. Dann, ich muss immer Rollo unten haben, zumindest am Morgen bis zur Mittagszeit, bis die Sonne halt einmal rum ist. Ist halt ein bisschen ungünstig, sag ich mal. Aber naja, ist halt so. So, liebe Leute. Hat denn nachher Bock, jemand noch ein bisschen Scribble.io zu spielen? Also natürlich so mit Labern und so und ne, können wir alles über den Discord machen, reden und so und spielen und zocken. Ich hätte da auf jeden Fall Bock, mit euch noch eine Runde zu zocken. Wer Lust hat, dann einfach am Ende des Streams in Discord kommen. Ich poste einen Link rein, mach da so einen Teil auf, da könnt ihr dann alle joinen und dann legt mal los. Cool. Bonner Inkubus, hallihallo. Was geht? So, hier haben wir auf jeden Fall auch eine Skulti vergessen, da bin ich mir relativ sicher. Die war auch hoch. Relativ mies versteckt. Jetzt ist natürlich gerade Tag geworden. Da müssen wir mal kurz nochmal was ändern. Da, da, da. Du. So, passt auf. Alter. Jo. Die ist gut versteckt, ne? So. Also mich stört sich Kitsune, weil ich würde das sowieso nicht über den Stream machen. Das ist einfach nur eine gemütliche Runde unter uns. Mich stört's nicht. Außerdem ist vielleicht ganz lustig, wenn dein Mann so ein bisschen böse Worte hineinruft, wenn er gerade am Verzweifeln ist oder vielleicht gerade am Gewinnen. Ist vielleicht ganz lustig. So, es sind nur noch 2 Skulltis, ne? Also es geht heute relativ flott. Ihr merkt das. Ich mag schummerlich. Der Bildschirm sollte ja die einzige Lichtquelle sein. Aber ich habe noch eine Wasserstellenlampe hier stehen, die ich dann einschalte. Ja, das ist ja gut. So indirekte Beleuchtung finde ich auch cool. Ich habe aber aktuell nicht so wirklich was.
Müsste ich mir mal wieder besorgen. Ich hatte früher auch so, wie nennt man das? Diese Lichtstreifen, die halt so, ne? Die hatte ich so unterm Tisch, aber das ist mal vor einiger Zeit abgefallen und hab ich dann keinen Bock mehr gehabt, wieder dran zu machen. Egal. So, und die andere Skulti ist da, oder? Na, guck mal. Wie mies die einfach versteckt ist. Ich denke nicht, dass ich dabei bin, aber habe immer Angst, bei so vielen Menschen richtig zu reden. Also, wie gesagt, du musst ja nicht mit in den Voice-Chat kommen. Und musst auch keine Angst haben, wir sind alle ganz lieb. Falls du es doch möchtest. Aber mitspielen kannst du trotzdem, wenn du Bock hast. Und du kannst ja auch nur zuhören im Voice-Chat, das geht ja auch. Du kannst dich ja muten, whatever, und nur zuhören. Wir sind da alle sehr, sehr offen und nett. Da müsst ihr euch alle keine Sorgen machen. Das ist der nächste Live nach OOT. Da war es nur noch eine. Genau, wir haben nur noch eine Skulti. Perfekt, oder? Leider erstmal kein Live mehr danach. Ich muss dann erstmal auf unergründliche Zeit oder auf unbestimmte Zeit pausieren mit den Live-Projekten. Es wird sicherlich irgendwann weitergehen. Aber vorerst werden wir das erstmal pausieren müssen. Let's Plays und so weiter werden natürlich trotzdem mehr kommen. Weiterhin kommen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber Live-Projekt wird leider erstmal danach eingestampft. So. Ja, jetzt fehlt nur noch einer. Dafür müssen wir uns nochmal kurz zum Kind machen. Denn die letzte ist, wie der TJ schon sehr oft geschrieben hatte, in einem Erbsenloch versteckt. Am Friedhof. Internationales Fluchen. Ich liebe den Ocarina of Time Majora's Mask Randomizer. Ba, 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 ba. Ich finde ihn auch echt cool. Aktuell hänge ich gerade ein bisschen, by the way. In dem Randomizer. Ich habe mir jetzt wieder ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich versuche zu erledigen im nächsten Part. Hoffe mal, dass wir demnächst ein tolles Item bekommen, was mir weiterhilft. Also aktuell ist es schwierig. So. Und dann jetzt einmal zum Friedhof. Warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Nocturne of Shadow. Links, rechts, rechts, A, links, rechts, runter. Und jetzt holen wir uns die letzte Skulti, Leute. Seid ihr schon gespannt, was es als Preis gibt? Es gibt bestimmt nur Scheiße. So einen goldenen Kackhaufen gibt's. Warum kann ich jeden Tag der Multi-Randomizer kommen? Weil es auch noch andere coole Projekte gibt, lieber Shadow. Ich habe es auch schon gerade erwähnt gehabt. Also jetzt kommen noch dreimal Minish Cap, ne? Dann ist der Randomizer rum. Dann habe ich 4 Folgen Links Crossbow Training aufgenommen. Danach war ich auch schon fertig, also ich habe alles soweit durchgehabt. Und jetzt, danach, also sprich in einigen Tagen, kommt ein ganz spezielles Projekt. Ein Projekt, was vielleicht sogar noch interessanter wird als der Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Das müsst ihr dann entscheiden, ob das so ist. Ich finde es auf jeden Fall eine krasse Idee. Hoffe, ihr seid da auch so krass inspiriert wie ich. Ich habe da auch einen Trailer zu gemacht. Blablabla. Und hoffe, dass ihr da krass Gefallen dran findet. So, Leute. Die letzte Skulti. Ist das nicht schön? Ich habe Albträume von dieser goldenen Belohnung. Chris geht auf der Reise, Pokémon-Meister zu werden. Ach, falsche Spielereihe. Ja, ich kann ja auch auf Reisen gehen, um die Welt zu retten.